Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf WePlay Games for You. Ich bin so Ivo und ich habe ein kleines Problem, denn es steht 1:1:1. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich denke, ich nehme den Hexenmeister, weil der das letzte Mal schon gewotet wurde und da leider durchs Raster gefallen war. Auch wenn ich ihn nicht so gerne spiele und naja, mal schauen. Vielleicht geht die Runde dafür ganz schnell. Wir nehmen ihn jetzt erstmal. Messerjongleur ist auf jeden Fall die beste von den drei. Ein Höllenfeuer ist nicht so schlecht, Eule ist aber auch ganz gut. Ich denke, ein Höllenfeuer nehmen wir erstmal. Einen Heal, das ist ganz praktisch. Flammenwichtel ist cool. Blutelfenklerikerin ist gut. Oh, wir kriegen einen Legendary. Cool, Alexstrasas oder Todesschwinge. Ich denke, wir nehmen hier Alexstrasas, einfach um den Heal da zu haben für uns am Ende. Braumeister auf jeden Fall die stärkste von denen. Terrorwolf Alpha. Die sind alle drei nicht gut. Wir nehmen mal den Alchemisten. Siphon. Das ist ein Removal, das ist super. Und ein Heal gleichzeitig. Frostwolf Kriegsfürst kann in einem schnellen Deck ganz gut sein. Denken wir neben den. Dunkeleisenzwerg. Terrorwolf. Soulfire. Das Dingo. Ich weiß nicht, zwei Seelenfeuer bin ich nicht so der Fan von im Arena. Denken wir nehmen hier mal die Eule erstmal. Noch ein Tastingo. Power Overwhelming ist ganz gut zum Finishen. Die anderen beiden sind auch nicht so gut, deswegen nehmen wir die. Succubus mag ich überhaupt nicht. Opferpakt ist auch scheiße. Bogenschützin ist, naja, wir nehmen mal die Succubus. Vielleicht kriegen wir die irgendwie gut eingespielt. Pyromant. Drachling. Das sind alle scheiße wieder. Nehmen wir den Lehrling. Ist noch am besten mit Kartra. Ein Ogre ist gut. Blutwichtel, denke ich. Die anderen sind nämlich nicht so doll. Raptor. Ich will relativ schnell sein vom Decker, deswegen auch wieder der Wichtel. Kroko. Ich denke, wir nehmen hier das Kroko. Eine Doomguard können wir nehmen. Ein Berserker. Sieht relativ zoig aus, auf jeden Fall. Nehmen wir noch den Kontrolleur. Denke, da ist ein bisschen was möglich. Ist halt doch relativ schnell. Und das muss es ja sein als Warlock. Ich sag mal, 5 Siege werden es. Mal schauen, was ihr so tippt. Hulk hatte ja wieder richtig gelegen. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. In der letzten Runde. Hat sich doch damit zumindest an den zweiten Platz vorgeschoben, glaube ich. Als erster Verfolger von Jungfrau 40. Versucht. Gul'dan gegen Thrall. Ein Schamane als Gegner. Eure Zeit ist gekommen. Eure Seele wird okay. Das ist eine ganz gute Starter, würde ich sagen. Den tun wir mal weg. Brauchen wir nicht zwingend. Ich hätte gerne noch einen Eindrop. Kriegen wir aber nicht. Schade. Hätten auch das Seelenfeuer eigentlich wegtun können. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Gucken, was er spielt. Vielleicht spielen wir auch den da. Ja, sieht nach dem hier aus. Der kann gegen Schamane sogar gut sein. Denke ich. Bin mal gespannt, was sie dazu sagt, dass ich jetzt den Schamanen, den Hexer spiele. Ich sage schon Schamanen, weil wir gegen den Schamanen spielen. Die Hearthstone News-Folge ist heute auch endlich rausgekommen. Da war ich ein bisschen mit beschäftigt die letzten Tage schon. Die war ja angekündigt. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Hoffe, das passt so. Wir greifen direkt an, damit wir A, Face Damage machen und B, vielleicht sogar enragen können. Davon ausgehen, dass er das Totem kriegt, konnte er nicht. Okay, 2-2 und dann kann er traden. Bisschen blöd. Hat er gut Glück gehabt. Macht aber nichts. Wir können nichts und einfach das Dingo spielen. Schon wieder das 1-2 Totem, ey. Auch der Wahnsinn. Das ist nicht so gut, dass wir die jetzt zusammen auf der Hand haben, weil es später darauf hinauslaufen wird, dass eine von beiden von der Hand runterfliegt.
denke, dass wir sogar die Succubus spielen werden. In der Hoffnung, dass wir ihn hier verlieren oder so. Okay, ich krieg da noch das scheiß Sporttotem, der Vogel. Spielen wir den da und spielen die da. Okay, wir verlieren 10 Feuer schon mal nicht. Gut, der geht weg, das ist okay. Das war okay, denke ich. Ein Drop wäre nächste Runde am besten. Legt euch nicht mit Zorn an. Okay. Interessantes Board, was er da hat. Okay. Tappen wir mal. Das ist doch gut. Ich denke allerdings, wie machen wir das denn? Will ich traden oder will ich nicht traden? Ich denke, ich möchte traden. Den Sonnenbrunnen läutern. Und zwar den hier zumindest. Die Einser lassen wir mal auf dem Feld liegen. Inklusive Tote. Schlimmster Fall wäre AOE-Zauber. Das tut uns aber relativ in jedem Zug jetzt kaputt machen. Das ist gut. Ein 1-zu-1-Trade. Trotz allem. Das ist auch okay. Die beiden kann er so nicht töten. Das heißt, wir haben nächste Runde wieder ordentlich Damage und wir können den das Dingo dazu ausspielen. Den dahin und den dahin auf jeden Fall. Full Damage. Nicht mehr viel und er ist tot. Mit dem Soulfire auf der Hand. Doomhammer, okay. Er kann doch damit eigentlich nichts anfangen. Weil er schon so low ist. Okay, damit ist er wohl tot. Alles klar. Da gibt er auch schon auf. Das war ein schnelles 1-0, muss ich sagen. Verderbnis gab es dafür. Ab in Runde 2. Es ist zumindest schon mal ein guter Start. Ich hatte ja 5 Siege getippt. Ich denke, das können wir definitiv auch erreichen. Und da haben wir unseren nächsten Gegner gefunden. Ist halt ein super schnelles Deck. Sieht man und merkt man tierisch, finde ich. Umgeh, it's a duck. Okay. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Seele wird mir. Das ist doch eine ganz nette Starthand. Ich denke, wir tun den da weg. Und versuchen noch einen Eindrop zu bekommen. Na, einen Nulldrop wollte ich jetzt nicht haben. Naja, gut. Da kommt er wieder. Der Stinker, ey. Oh Mann. Er spielt nichts. Jetzt kommst du, oder was, du Vogel, Alter? Glaub's ja nicht. Ich glaube, ich hätte sogar ihn hier eher spielen sollen. Aber er verspricht halt mehr Damage. Mal schauen. Muss ein bisschen aufpassen wegen der Weihe. Ich glaube, die ist relativ sicher in seiner Hand. Okay, wir verlieren wieder irgendwas. Ich denke, wir gehen hier Full Mode und Scheiß drauf. Auch, dass wir uns selbst ein bisschen damagen, das macht mir nichts. Kann natürlich sein, dass er jetzt die Weihe spielt und wir ein bisschen im Arsch sind. Aber wir müssen es so versuchen. Danke. Da kommt wohl die Weihe. Gut gespielt. Ich gehe davon aus, dass die Weihe kommen wird. Wobei, solange wir da jetzt rummacht.
Die können ja mit dem Tappen den Kartennachteil wieder ausgleichen, das ist ganz gut. Und wenn er keine Weihe hat, sind wir ziemlich weit vorne. Das ist so meine Hoffnung momentan, dass er sie nicht hat. Solange wie er da rummacht, ey, der kann er nicht ewig wegen der Weihe rummachen. Lasst mich nachdenken. Ich lass dich nachdenken, ja. Der bewirkt schon mal nichts. Okay. Interessant. Höllenfeuer hätten wir eh nicht benutzt, das ist eine gute Karte. Können wir mehr Damage mitmachen. Müssen wir jetzt versuchen zu racen auf jeden Fall, also down zu nuken. Sonst verlieren wir das Game. Natürlich ganz cool, sind nochmal 3 Damage hinten raus. Unter Umständen. Doomguard wäre auch ganz gut, wenn wir die mal ziehen würden. Das ist super, die bewirkt nämlich nichts in dem Moment. Und er kriegt wieder 6 Schaden, definitiv. Oh gut. Der Frostwolf-Clan ist bereit. 7-6 ist bitter. Gucken, ob er ein Silence hat. Ist halt schon ein übelster Rush einfach, was wir hier machen. Aber es kann ja klappen, wie wir sehen. Weihe wäre lustig. Die rettet ihn nämlich nicht wirklich. Ich glaube, er heilt sich. Zumindest sah das nach einem Heal aus. Oder? Aber was kann es für ein Heal sein? Ein Holy Light oder ein Farseher? Kings, okay. Da habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Okay. Erstmal tappen, erstmal noch eine Karte ziehen. Super. Ziehen wir die ganze Hand doch aus. Und machen weiter Damage ins Gesicht. Weil viel fehlt ja nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr und der 6-1er bewirkt eigentlich nichts. Das Einzige, was jetzt kacke wäre, wäre eine Weihe. Und die hat er vorhin nicht gehabt, sonst hätte er sie da schon gehabt. Oder hat es da schon gespielt. Aktiviere den Mental. Der ist egal. Der bewirkt nichts. Er muss auf jeden Fall 2 Stück töten. Einer reicht nicht. Oder sich heilen. Das macht nichts. Ich glaube, wir haben gewonnen. 3, 4 und 3 sind 7. Das reicht. Den weg sind 4. Okay, wenn er den 3-2er tötet, würde er überleben. Weil er dann genau den einen Damage rausnimmt, den wir brauchen. Okay. Jetzt sind es 4 und 3 sind tot, ne? Ja. Okay. Wenn ihr meint. Gut gespielt. Und tschüss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit steht schon mal 2-0. Ging super schnell. So macht mir das doch Spaß. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Hoffe auf eure Tipps. Freue mich auch drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.